Und damit herzlich willkommen zurück zu SpongeBob Schwammkopf. My Bikini Bottom. Im letzten Part ist einiges geschehen. Guckt ihn euch unbedingt an. Und ich erhalte gerade keine Nachricht, dass ich wieder online bin. Warum das denn, Spiel? Jetzt hätte ich gerne eine Erklärung. Ich pflück mal hier das hier, dann dürfen wir ein Level up haben. Los, sammle ein. Yay, Level 10! Die Saftbar ist der Hit, die noch nicht gebaut worden ist. Aber egal, wir sind Level 10. Können damit den Abfalleimer bauen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich sammle hier auch direkt mal meine ganzen Belohnungen ein. So wie hier den Algenmarkt. Hey, dieser Plankton-Nussknacker weckt irgendwie Erinnerungen. Mr. Krabs, wie ist das eigentlich Plankton ergangen? Er hat den größten Fehler seines Lebens begangen. Damit will ich natürlich sagen, seines Lebens als kurzer. Er wollte den Abfalleimer am selben Tag öffnen, an dem ich meine große Krabbe eröffnet habe. Da hat sein Restaurant auch den kürzeren gezogen. Das ist schon ziemlich lange her. Was macht er mittlerweile? Er will sich bestimmt das Geheimrezept für meine Krabbenburger besorgen. Wir müssen wachsam bleiben. Er kann jederzeit zuschlagen. Zur gleichen Zeit in Bikini Bottom an einen unbekannten, verborgenen Ort, der streng geheim ist. Plankton, was machst du da? Was ich mache? Was meinst du wohl, was ich mache? Im Dunkeln rumsitzen, deine Wunden lecken, Abfallburger essen, von der Weltherrschaft träumen, dasselbe wie immer also? Das mit dem leckeren Essen und Träumen stimmt. Mir ist auch aufgefallen, dass meine Abfallburger in letzter Zeit viel besser schmecken. Das liegt an den ganzen gefrorenen Wasserkristallen auf dem Boden. Die frieren den Abfall ein. Gefrorene Zutaten machen das Essen sicher leckerer. Meinst du wirklich? Ich habe noch nie sowas gegessen, aber soweit ich gehört habe, schmeckt gefrorenes Essen schlechter. Kapierst du das nicht? Ich kann Abfall mit Schnee in schmackhaftes Essen verwandeln. Ich brauche die Krabbe-Geheimformel gar nicht. Es ist Zeit, den Abfall einmal umzubauen. Und zwar dieses Mal im Riesenformat. Ja, und ab sofort können wir den Abfall einmal bauen, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Beim Level-Up. Und damit habe ich 3 Minuten totgeschlagen. Sehr gut. Und es geht weiter. Der meiste Kram im Allgemeinen ist völlig ungenießbar. Außer vielleicht für Geister. Ich frage mich, ob es hier wohl welche gibt. Kaufe und platziere Rusty Rippchen. Na, wer kennt die Folge? Ist eine von den neuesten mit Rustys Rippchen. Mal gucken. Also schreibt es in die Kommentare, ob ihr die Folge kennt. Das ist so eine Frage, die interessiert mich jetzt wirklich blendend. Weil ich habe die Folge zum Beispiel nicht gekannt. Und als ich mir die letztes Mal angesehen habe, einfach weil, ja, ich hatte viel Zeit und da habe ich mir gedacht, gucke ich mal, was für eine SpongeBob-Folge ich nicht kenne. SpongeBob, da kommt deine Schiffsladung voller Sardellen. Ich rieche Geld. Du musst heute Überstunden machen. Jawohl, Chef, ich liebe meinen Job. Du hast mir versprochen, mir heute Abend beim Aufhängen meiner 483 Selbstporträts zu helfen. Du stehst doch zu deinem Wort, oder? Klar, Thaddeus, für Freunde tue ich alles. Du kannst nicht immer allen zusagen. Du musst auch mal Nein sagen. Und zwar zu Thaddeus, ganz genau. Ich kann nicht. Ich bin wohl doch bloß ein Ja-Sager. Aber das muss nicht sein. Ich kann auch schroff sein. Tipp SpongeBob und wechsle die Kleidung und werde schroff. Na, wer kennt die Folge? Wow, das sind gleich 2 Fragen zu Folgen, die, ob er die kennt oder nicht. Wir haben Thaddeus eingebaut und haben jetzt die schroffe Seite freigeschalten. Ich glaube, die Folge hieß aber nicht schroffe Seite, sondern irgendwie die kratzbürstige Seite, genau. Und wir haben eine Videosequenz von Thaddeus freigeschalten, die ich gleich einsammle, nachdem ich hier mal meine Belohnungen habe eingesammelt. Und dann würde ich sagen, lieber Thaddeus, erzähl uns doch mal, was in deinem Leben so vor sich geht, nachdem wir den Salat erledigt haben. Ah, hey Mr. Krabs, der neue Salat sieht lecker aus, darf ich den mal probieren? Du hast recht, der sieht super aus. Du kannst den Toast haben. Gib SpongeBob einen Toast. Okidoki. Okidoki, Sir. Kein Pirat auf der Welt sagt Okidoki, Sir. Muss SpongeBob jetzt einen Toast geben? Spongy! Willst du nicht einen Toast? Anscheinend nicht. Das mit der kratzbürstigen Seite kann warten. Jetzt erstmal zu
Na, wobei, wartet mal kurz. Ich lass hier mal das ganze Gras rausrupfen. Und jetzt zu Thaddäus. Ab geht's. Thaddäus freigeschalten. Ach Mann, wie oft ist das denn geschehen, dass Thaddäus Haus weggeflogen ist? Da ist das wirklich absolut nichts Neues mehr. Wir gucken mal in den Algenmarkt. Hier gibt es jeden Tag neue Angebote. Oder besser gesagt, jede Stunde neue Angebote. Und ich würde sagen, ich kaufe den direkt mal leer. Einfach weil ich habe das Geld dafür und wir brauchen den ganzen Stuff irgendwann sowieso. Und wenn wir dann natürlich genügend auf Vorrat haben, ist alles in bester Ordnung. Wobei, jetzt geht mir langsam das Geld aus. Die hier brauche ich ganz dringend. Und da ist nicht genug Geld. Das ist nicht so toll. Bevor ich jetzt hier mein Quallen-Gelee ausgebe, zack. Jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt habe ich nämlich wirklich alles ausgegeben, was ich habe an Geld. Und wenn ich jetzt das hier schließe, dann landet das alles draußen. Ich bin gespannt, ob das jetzt abstürzt, das Spiel. Mal gucken. Da liegt eine ganze Menge Stuff, meine Freunde. Eine ganze Menge. So, wir gucken weiter. Ich würde gern, ja, ich habe jetzt wieder kein Geld mehr. Das war dumm. Jetzt muss ich nämlich ja erstmal warten, bis die alle was wollen. Mr. Krabs will den einzigen Salat. Mr. Krabs, warum? Und der Fisch möchte einen Krabby Patty. Na dann, bitteschön, mein Kollege. Und ich würde sagen, einfach weil ich jetzt sowieso nichts machen kann, solange wir noch kein Geld haben, gucke ich einfach mal bei Patchy, dem Piraten, vorbei. Wow. Also, mit der Zeit wird es langsam wirklich anstrengend, jeden Tag alles neu zu machen, weil wir müssen ja immer auch dann Geld farmen und so weiter. Das dauert dann auch immer so ein bisschen. Und jetzt habe ich schon 8 Minuten damit totgeschlagen. Und wie wird das dann wohl später sein, wenn wir mehr Häuser haben? Ach du Scheiße. Das stelle ich mir schwer vor. Ich werde auf jeden Fall das Spiel heute nochmal starten. Das kann ich direkt schon sagen. Ich werde das auch aufnehmen. Aus dem Grund beende ich den Part heute ein bisschen früher, weil dann holen wir uns gleich ein bisschen mehr Belohnungen diesen Tag ab. Und ich habe ja auch die tägliche Belohnung nicht bekommen. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Ich glaube, das Spiel hat einfach nicht erkannt, dass ich das Spiel heute noch nicht gestartet habe. Wenn du jemandem etwas zu essen gibst, der hungrig ist, bekommst du ihm eine Belohnung. Eine spezielle Belohnung bekommst du aber nur, wenn du ihnen etwas gibst, was sie sich wünschen. Gib SpongeBob einen Toast. Ja, würde ich gerne. Kann ich aber nicht. Warum ist das jetzt hier so weit rüber gescrollt? Hier. Bon Appetit, meine Freunde. Bon Appetit. Badam. Wann magst du denn wieder was haben, Spongy? Spongy? Ja, du hast Bock in 55 Sekunden, aber ich wechsle jetzt mal dein Outfit auf das neueste und auch das letzte, was wir derzeit freischalten können, und zwar das, mit der kratzbürstigen Seite. Ja, ich bin auf dem besten Weg, ein Neinsager zu werden. Bald wird jeder merken, wie ungemütlich ich werden kann. Seht nur, da ist Seetang in den Quallenfeldern. Das ist Unkraut, SpongeBob, das wächst überall. Nicht in den Quallenfeldern, hast du das vergessen? Nein, ich erinnere mich. Da drin ist alles verwelkt und seitdem ist das komplett verseucht. Ich bin hier gerne zum Campen hergekommen, aber die Quallen sind irgendwann verschwunden und die Quallenstöcke sind verrottet. Ich habe ganz vergessen, wie das nochmal passiert ist.
Nun ja, jemand hat hier zum ist hier zum Campen hergekommen, hat haufenweise Bohnen gekocht und sie dann alle aufgefuttert. Du kannst dir doch sicher denken, was danach passiert ist. Ich geb's auf. Was ist passiert? Du hast die Quallenfelder zerstört, Patrick. Das ist passiert. Aber das giftige Zeug, was es auch immer war, das ist jetzt weg. Wir können die Quallenfelder im alten Glanz erstrahlen lassen. Aber zuerst muss ich dafür sorgen, dass sich die Geschichte nicht wiederholen wird. Verstecke mit SpongeBob Patricks Camping-Ausrüstung. Wie geht das denn? Meine Freunde und ich gehen essen. Ich habe in letzter Zeit viel geschnurrt. Daher geht das heute auf mich. Okay, ich muss jetzt 4 Salate erstmal hier. Du brauchst noch 4. Also ich muss jetzt erstmal ein paar Salate anfertigen lassen, damit ich das hier beenden kann, die Quest. Ich gebe euch hier erstmal, warte, jetzt habe ich hier SpongeBobs Quest wieder nicht erfüllt. Mann! Patricks Campingausrüstung, wo kriege ich die her? Ich weiß echt nicht, wo ich die herbekomme. Zeig die Quest nochmal her. Nicht die. Die hier mit der Ananas. Nee, nicht die mit dem Abfalleimer. Mit der Ananas. Verstecke mit SpongeBob Patricks Campingausrüstung. Patrick, hier hast du deinen Toast. Wie du ihn dir wünschst. Und dann kaufe ich noch den Algenmarkt leer. Den würde ich echt lieben gern jede Aufnahmesession einmal leer kaufen. Egal wie teuer das für uns alle wird. Weil wenn ich halt jeden Tag einmal... Jetzt habe ich wieder nicht genug Geld. Ah, da dreht mich auf. Wie kann ich denn die... Ah, Patricks Campingausrüstung verstecken. Hier. Das dauert 12 Stunden ja dann. Fang direkt mal an, würde ich sagen. Das dauert sonst sehr, sehr lange. Und ich glaube, dann können wir auch endlich in den Quallenfeldern Quallengelee anpflanzen. Dafür, wo die ja da sind. Aber so wie es aussieht, muss ich mir da auch erstmal ein Grundstück kaufen. Okay. Kann ich ja eigentlich sehen, wie viel ich auf, wie viel ich davon gekauft habe? Nee, kann ich nicht. Okay. Den Abfalleimer bauen. Wie teuer ist denn der? Also der würde mich dann schon interessieren. Der Abfalleimer. Der ist nicht hier. Boah, Mrs. Buff 215. Sandy 430. Also es dauert noch, bis wir hier alle gebaut haben. Bratermuseum. Und das hier ist neu. Bobs Haus. Sehr cool. Gibt auch neue Sachen. Was ich auch sehr cool an dem Spiel finde, ist, das wollte ich auch schon öfter mal sagen, dass an dem Spiel ständig weitergearbeitet wird. Das heißt, das ist nie zu Ende, das Spiel. Das kann wirklich ewig so weitergehen, weil es kommen immer neue Updates raus mit, keine Ahnung, jetzt war vor kurzem das Valentinstag-Update. Da gab es dann die ganzen Valentinstag-Sachen wie Herz am Stiel, ich töte dich. Falls das wer kennt, wahrscheinlich. Und ja, meine Freunde, da können wir ewig zocken. Aber zuerst möchte ich einmal hier mein ganzes Geld rauswerfen. Zack. Damit habe ich den Algenmarkt leer gekauft und habe wieder kein Geld. Egal, bam, bam, bam. Ist mir egal, bam. Wie sieht's mit der Miete aus? Ich würde die gerne mal einsammeln. Und SpongeBob würde ich auch gerne mal einen Toast geben. Was hat hier gerade geklingelt? Ist das Thaddeus Haus? Komisch, das klang so echt, das Klingeln. Also nicht echt, das klang so vom Spiel her. Das klang nicht wie so ein echtes Klingeln von meiner Haustür gerade. Keine Ahnung. Auf jeden Fall brauche ich sehr viel Geld für die Salate. Ja, hier drin brauche ich gar nicht gucken erst. Ich kann einen Toast produzieren. Na los, back den Toast. Und hier, du hast Bock auf einen Toast. Na dann, Boah Petit, mein Freund. Boah Petit. Ich kriege aber auch kein Geld. Ich kriege kein Geld. Bam, 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 bam. Patrick hat kein Kostüm. Mr. Krabs hat kein Kostüm. Thaddeus, hast du ein Kostüm? Sieht nicht so aus. Thaddeus!
Nicht hier. Thaddäus. Nee, du hast auch kein Kostüm. Okay, schade. Schade. Bam. Und damit hätten wir hier die Toast-Scheibe fertiggestellt. Ich mache direkt die nächste, weil die hat schon wieder Hunger auf Toast. Ah, die Einnahmen, die waren schwach. Dafür gibt es immer, wenn ich die fütter, total viele Sterne. Für Level Up. Ich habe keine Ahnung, warum. Keine Ahnung, warum. Ein Level Up wäre noch cool in dem Part. Das ist mein Ziel jetzt noch. Level 11 erreichen und dann beende ich den Part. Und dann werde ich das Spiel wahrscheinlich nochmal starten, um zu gucken, dass ich den täglichen Bonus bekomme. Zweimal Toast backen. Und Patrick hat Bock auf Toast. Hier, boah, Appetit, Patrick. Mein alter Sternkumpel. SpongeBob. Ah, bald können wir die Miete einsammeln. Sehr, sehr nice. Das gefällt mir. Bam, 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 bam. Und irgendwann müssen wir hier mal die ganzen Aufgaben erfüllen mit den Häusern bauen. Aber ich mag das überhaupt nicht, Häuser bauen. Die kosten so viel und ihr seht ja auch, der Platz kostet auch. Und da hängen wir eben weit hinterher. Aber egal. Egal. Uns geht es doch gut. Bam, bam. So, nochmal 3 Toast reingeworfen. Hier werf ich... Mach mal so. So ist okay. Und in der großen Krabbe, da habe ich eh schon fast kein Geld mehr. Ich kann aber noch einen Salat machen, damit die hier auch nicht einfach nur dumm rumstehen in dem Bad und nichts geschieht. Badabadam, dam, dam. Mann, oh Mann, war heute wieder viel los. Ich wollte schon sagen, guckt euch unbedingt den letzten Part an, da war schon eine Menge los. Aber heute war ja genauso viel los wie im letzten Part, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Krasse Scheiße. Und du hast Bock auf einen Salat, Thaddäus? Na dann, bitteschön. Dankeschön, Thaddäus. Thaddäus. Und dann schicke ich die diesmal auch heute alle in ihre Häuser, damit die hier, ne, Stuff erledigen können, wofür es sehr viel Geld gibt. Gleich hat hier wieder Bock auf was zu essen jemand. Jupp, hier, bitteschön, ein Salat für dich. Und ich sollte, glaube ich, dringend gleich mal ein paar mehr Salate anbauen. Zack. Zack, zack, dreimal. Das sind 45 Sekunden, die wieder drauf gehen. Ach, der Part, der wird länger. Das sehe ich heute schon. Das sehe ich jetzt schon. Das sehe ich, ja. Ne, ihr wisst, wie ich es meine. Das sehe ich schon. Dass der Part länger wird als die anderen. Einfach, weil ich jetzt noch gerne auch was erreichen möchte. Von hier seitlich, dass hier seitlich auch mal was fertig wird. Weil da ist ja absolut nichts fertig. Und nee, so will ich den Part nicht beenden. Ich habe nämlich absolut kein Essen mehr. Hab nur Essen verschwendet heute. Nee. Nee. Das sehe ich nicht ein. Warum kann ich SpongeBob nicht... SpongeBob, hier! SpongeBob, du bist so dumm. Das ist dein zweiter Wunsch. Und... ich gebe ihn dir, komm. Das gibt Geld. Geld ist mir gerade sehr viel wichtiger, als dass ich jetzt die Aufgabe seitlich erfülle, weil ich glaube, davon haben wir schon genug erfüllt. Da können wir in den nächsten Parts auch mal ein bisschen ruhen, ne? Schadet ja nicht. Dreimal Salat wieder. Wie sieht's hier aus? Jetzt muss ich hier eigentlich auch wieder anbauen. Da ist auch wieder eine Menge draufgegangen davon. Und dann... komm. YOLO. Volle Kanne backen. Du hast auch wieder Bock auf Salat, na dann. Hier. Für dich? Wie sieht's mit den Mieten hier aus? Ach, das dauert noch, bis die bereit sind zum Einsammeln. Ich mache noch mehr Salat. Und die sind auch gleich fertig. Na wunderbar. Läuft doch, läuft doch, läuft doch. Läuft doch. So. Mann, oh Mann. Immer diese Sprachfehler im Hause Ultra. Einen Toast mache ich noch. Und zweimal Tomaten mache ich noch. Patrick hat wieder Bock auf Toast.
dann kann ich direkt nochmal einen reinhauen hier. Und hier noch einen Salat reinhauen. Und ach du Scheiße, kostet das viel. Ach du Scheiße, Mann, was soll denn das? Oh Mann, das Geld habe ich nicht, aber jetzt gleich beim Level Up habe ich das Geld. Sehr geil. Kriegen wir doch noch hin. Weil da gibt es ja immer eine kleine Belohnung. Wenn auch nur eine kleine. Dann pflanze ich diesmal hier einfach nichts an, weil ich glaube, davon haben wir schon genug von dem angepflanzten Zeug. Okay. Die Miete können wir auch gleich einsammeln. Und das kostet extrem viel. Jetzt fehlen 10 Erfahrungspunkte. Ab geht's. Produzieren wir meine 10 Erfahrungspunkte, die ich brauche. Hier auch nochmal ein bisschen Geld. Sehr nice. Plus ein paar Erfahrungspunkte. Läuft bei mir. Dann kann ich ja schon mal den ersten... Nee, kann ich noch nicht. Dann müssen wir beim nächsten Mal auch mehr Krabbenburger produzieren. Ganz eindeutig. Na los, Tomaten. Wachst und gedeiht. Tomaten. Tomaten. Wie lange braucht ihr noch? Okay. Komm. Yes. 5 fehlen noch. Hat irgendjemand Bock auf was zu essen? Nee. Okay, Thaddäus kriegt gleich einen Wunsch. Das heißt, du darfst noch ein bisschen draußen rumrennen. Dich, die bekommen gleich alle einen Wunsch. Bis auf Mr. Krabs. Der hat keinen Bock auf das. Und aus dem Grund darfst du jetzt mit Perla ein bisschen spielen gehen. Viel Spaß. Du bekommst auch keinen Wunsch mehr. Das heißt, ab geht's. Patrick, hast du noch einen Wunsch? In einer Minute. Nee, sieh dir den Märchenform und Blaubeerspube-Marathon an. Und du? Du bekommst deinen Wunsch. Okay, ihr zwei bekommt jetzt noch euer Essen. Und dann war's das. Da hinten steht jemand. Ich sehe dich. Ah, der kriegt auch gleich einen Wunsch. Perfekt. Thaddäus freut sich. Mensch, Thaddäus. Du darfst 24 Stunden in der großen Krabbe arbeiten. Hier, bitteschön. Damit sind wir Level 11. Sonderlieferung. Neue Freunde mit 500. Und wir haben den Typen hier freigeschalten. Sehr cool. Ab geht's hier. Du kriegst einen Toast. 500 Münzen. Geiles Level Up. Geiles Level Up. Du darfst auch direkt weiter hier. Viel Spaß. Und du auch. Und... dann schmeiß ich hier die 3 Burger rein und schmeiß dort. Ich bin dumm. Ich bin so, so dumm. Bum, bum. Scheiße. Wie lange dauert das? Eine Minute 20. Soll ich den Part jetzt noch weiter strecken, liebes Spiel? Na gut, ich kann ja währenddessen einfach mal das Spiel neu starten. Vielleicht geschieht es ja dann, dass ich da tägliche Einlog-Belohnung bekomme. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Nope, bekomme ich immer noch nicht. Okay, dann muss ich da wahrscheinlich wirklich... dann checkt das Spiel das wahrscheinlich sowieso erst, wenn ich mich nach 24 Stunden wieder einlogge. Hm. Das heißt, ich muss das Spiel um 18 Uhr wieder starten. Scheiße, das ist dumm. Warum checkt das Spiel nicht, dass das ein neues Datum ist? Tja, was will man machen? Was will man machen? Wie sieht's hier aus? Oder hier besser gesagt? Eine Minute noch. Oh, ja, Spongy. Ich pflanze noch Salat an währenddessen. Da ist ja auch jetzt einiges drauf. Wie viel brauchen wir eigentlich für den Seetanksalat? 12! Da geht viel drauf. Ja. Krass. Na los, mach die Brötchen. Salat, ja. Mehr davon, bitte. Jetzt mach die dummen Brötchen fertig. Das kann doch nicht so lange dauern. Wow, brauchen wir jetzt viele Punkte für ein Level-Up.
Krass. Egal, okay, vielleicht bekommen wir beim nächsten Mal jetzt kein Level Up, weil ich habe beim nächsten Mal auch nicht so viel vor, weil der Part, der ist jetzt auch lang geworden, aber... Ne? Ihr wisst, wie ich das meine, hoffentlich. So, zwischendurch mal... Ach du Scheiße, Mann. Badadam. Fertig. Dankeschön. Ich werfe vielleicht 3 rein. Los. Passt schon. Passt schon, voll okay. Und dann machen wir noch so. Ich muss jetzt hier einfach weiter zocken, bis es nicht mehr weitergeht. Bis ich absolut an der Grenze bin. Thaddeus hat Bock auf Toast. Bitteschön, Thaddeus. Die haben wieder alle Bock auf Toast. Bitteschön. Erfüllen wir halt noch ein paar Wünsche. Jupp. Du hast keinen Bock, okay. Aber Patrick hat Bock auf Toast. Toast können wir schnell backen. Ich glaube, den mache ich nicht mehr. Heute. Können wir auch beim nächsten Mal noch machen. So ein Toast. So ein Toast ist nicht das Problem. Tomaten? Ja, ist dann auch nicht das Problem. Gut. Dann können wir ja gleich... Ja, du willst auch noch einen Toast. Hier, bitteschön. Vielleicht gibt es noch eine neue Rezeptur. Nee. Mr. Krabs hat einen Wunsch in 6 Minuten. Den werden wir nicht mehr erleben. Außer ich zock wirklich noch so lange. Ach, das Spiel macht halt auch so Spaß. Könnt das wirklich ewig zocken. Yo. Nice. Dann zweimal Salat. Und hier werfe ich noch Brötchen rein. Und hier baue ich dann auch noch meine Zwiebeln an. Wie sonst auch immer. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Das war SpongeBob Schaumkopf, mein Bikini Bottom für heute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Das war wieder einmal euer Ultra. Yay.